So, so wie es aussieht, was die Energie anbelangt und die Gesundheit, sollten wir ihn eigentlich auch gut beschaffen. So, 31, 41 weg. Was macht er bei uns? 31, na gut, aber trotzdem holen wir ihn mehr raus. 48. Von er nur 11, wow. Und hat fast keine Energie mehr. So, jetzt kommt unser Punkt. Jetzt hat er fast keine Chance mehr. Und das war's schon. Wow. Das ging auch wieder schnell. Plato besiegt. Schön, schließen. Ouch, der Gell weiß wirklich, wie man kämpft, was? Hey, auf wessen Seite stehst du eigentlich? Du weißt doch, dass ich in deiner Ecke stehe, Junge. Aber du musst den Fans etwas geben, dass sie anfeuern können. Kennst du schon unseren Neurotrainer? Ja, aber wenn ich ein junger Kämpfer wäre, würde ich das Zeug unbedingt haben wollen. Wenn dir unsere Dienste zu teuer sind, dann denk über eine Fitnessmitgliedschaft nach. Außerdem könntest du Silvers Programm installieren, so hast du mehr von dem Neurotraining, genau genommen. Könntest du auch Extrem-Neurotraining nutzen, oder du könntest es, wenn es nicht gerade in Reparatur wäre. Extrem-Neurotraining? Was ist das? Oh, das ist der Lamborghini unter den Neurotrainern. Mit diesem Baby kannst du noch schneller trainieren und effizienter. Auch wenn sich hinter dem Wort extrem ein paar kleine Risiken verstecken. Warum ist es kaputt? Keine Ahnung, aber der blöde Mechaniker hängt da schon ein ganzes Jahr drunter und nichts passiert. Wenn du Interesse hast, dann frag ihn. Vielleicht kannst du ja irgendwie helfen. Okay, dann müssen wir bestimmt wieder Teile vom Schrottplatz holen, kann ich mir vorstellen. Wir gehen mal zu ihm hin. Das erste Mal, dass wir ihn ansprechen können. Entschuldigung. Wagt es nicht, meinen Reißverschluss anzufassen, ihr Scheißkerle. Puh. Wer zum Teufel bist du? Nur ein Kunde? Ich dachte, du wärst wieder einer von den Schlängeln, die hier herumlaufen. Entweder machen sie sich um ein Werkzeug zu schaffen oder sie versuchen, mir die Hose auszuziehen. Hast du jemanden... Was? Hast du jemanden gesehen? Also, was willst du? Ich würde gerne dein Ding trainieren, das du gerade reparierst. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... du siehst stark aus. Vielleicht könntest du... Könnte ich was? Das unbiegbare Biegen. Eigentlich bin ich fast fertig, bis auf einziges Stück. Was ist das? Das nennt man eine Kleinflasche. Und wir müssen jemanden finden, der das Ding in Form biegen kann. Sieht kompliziert aus. Ja, ziemlich. Wir brauchen einen echten Biegemeister. Oh, was glaubst du, wie du vor dir hast? Ich habe gehört, dass die Jungs auf dem Schrottplatz etwas vom Biegen verstehen. Vielleicht fragst du mal ihren Anführer. Brigadier Grischer. Nun ja, jetzt sollen wir wieder an die Arbeit gehen. Ich hoffe nur, dass diese bösen Buben ihre Finger von meinen Schraubenschlüssel lassen. Was? Die wollen die Hose ausziehen und du willst, dass sie deinen Schraubenschlüssel lassen? Ich muss weiter. Okay, bloß weg hier. Das ist nicht jugendfrei. Dieses Spiel. So. Einmal wieder an die Arbeit. Okay, $37 kriegen wir noch zusammen, aber nicht mehr die zweiten. Das wird irgendwo hier vorne gleich wieder enden. Irgendwo in diesem Bereich. War sogar ein Ticken früher, okay. Aber wir haben wieder $333. Jetzt können wir wieder auf die Robofabrik und dann werden wir Grischer gleich darauf ansprechen. Kannst du dieses Ding biegen? Du bist an den Ort gekommen, an dem alles auf der Welt geboren. Was? Nein, nein! Das ist nicht möglich. Frag gar nicht erst. Was ist los? In meinem Land. Wir nennen das eine Fignuschka. Und das bedeutet eine Sache, die unmöglich sein kann. Ich wünsche dir viel Glück beim Biegen dieser Sache, Genosse. Okay. Gibt es denn jemanden, der mir dabei helfen kann? Vielleicht könnte Löffeljunge tun etwas. Wer ist denn Löffeljunge? Oho, Löffeljunge, du findest ihn unter Brücke. Oh, Alter. Nimm den Fignuschka und Diagramm und das Ersatzteil. Kein normaler Mensch könnte damit etwas anfangen. Okay, ach, hier unter der Brücke, okay. $3. So. Naruto! Das ist einfach Naruto, Leute. Opa, das ist der alte Naruto. Guckt euch das mal an hier. Hier ist sogar der Pfeil auf der Stirn. Ich glaub's nicht. Die haben einfach Naruto hier eingebaut. Krass. Einfach Naruto, ey. Hier ist ein Schmuggler. Willst du was Verbotenes kaufen? Hey, Kumpel. Wer, ich? Ja, du. Du siehst aus wie ein sportlicher Typ. Hast du Lust, etwas auszuprobieren, das dir hilft, stärker zu werden? Was denn? Steroide? Oder lass mich raten, ein Fliegenpilzgetränk, das die Berserker vor der Schlacht getrunken haben. Weder noch, aber die zweite Idee ist gar nicht mal so schlecht. Da muss ich mal meinen Lieferanten fragen. Aber nein, ich spreche von Boostern,
die deine Werte vorübergehend erhöhen. Bist du daran interessiert? Wo hast du die her? Sagen wir es mal so, du fragst mich nicht, woher ich meine Sachen habe. Und ich frage auch nicht, wen du damit schlagen willst, okay? Obwohl, dem Ruder in meiner Hand und dem Floß da drüben nach zu urteilen, Floß, könnte ein Detektiv vermuten, dass die Ware von irgendwo auf der anderen Seite des Flusses kommt. Alter, ist das nicht gefährlich? Ist es nicht gefährlich, sich jeden Tag zu prügeln? Alles, was wir tun, birgt ein gewisses Risiko. Das Wichtigste ist, ein gutes Augenmaß zu haben. Was kosten die denn? Oh, die sind sehr erschwinglich. Allerdings sind die Mengen begrenzt. Es dauert mindestens einen Tag, um diese Tränke aufzufüllen. Und außerdem segelt er nicht von alleine her. Und? Du kannst also von jedem Getränk eine Dose pro Tag kaufen. Darum musst du auf eine neue Lieferung warten. Also bist du bereit, illegales Zeug zu kaufen, oder was? Zeig mir, was du hast. Kleiner Stärkebooster. Was soll das hier heißen? 48, hä? Radioaktiv oder was? Deine giftigen kleinen Freunde. Also wenn die giftig sind, will ich vielleicht nicht so viel ausgeben, aber zumindest einen, um das auszuprobieren, ne? Mittlere Stärkebooster, großer Stärkebooster. Wir nehmen den mal. Okay. Einfach 19. Ich glaube, wir hatten vorher 15, ne? Alter Schwede, das hat sich gelohnt. Jetzt ist aber die Frage, wie lange das hält. Mal gucken. So. Ah, da ist der Löffel, Junge. Erstmal zu Opa. Oh, wie ich sehe, da hast du dich vergiftet, mein Sohn. Denk daran, unser Körper ein Tempel. Wir müssen um ihn kümmern. Und nicht zwingend Scheibenwasser, Wischwasser oder andere Chemikalien zu verdauen. Trink das, mein Sohn. Ich verspreche, du fühlst dich danach besser. Mh, das schmeckt gut. Was ist das? Das ist ganz normal grüner Tee. Die Wahrheit ist, dass in einer so technisierten Zivilisation wie der unsere grüne Tee wahrscheinlich schon ein uralter heiliger Geheimnis ist. Grüner Tee trinke ich auch gerne. Und trotzdem haben wir noch 19. So. Komm mal zu Löffeljunge. Hallo, bist du Löffeljunge? Vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Nun, du bist offensichtlich ein Junge. Und Löffel gibt es hier auch. Was willst du? Könntest du dieses Ding bitte für mich biegen? Ich hatte... Oh, er macht das so auf. Oh, ich habe vergessen, wie der heißt. Shit. Ich hatte den Namen vergessen, aber der macht das diese Löffelbiegerei. Oh, wieder Easter Egg. Oh, Leute, das hört nicht auf. Ist es auch. Aber wie? Versuche nicht, das Ding zu biegen. Stattdessen versuche nur, die Wahrheit zu erkennen. Welche Wahrheit? Dass du mir 50 Mäuse schuldest. Du gerissener Kleiner. Okay, hier bitte. Nimm dein Ersatzteil, das war's. Okay. Ersatzteil zum Mechaniker bringen. Dankeschön, bis dann. Und sei vorsichtig mit der Maschine, an der es befestigt ist. Nanu. Es braucht einen starken Heiler, um sich von den Nebenwirkungen zu erholen. Wie zu einem starken Heiler? Ja, jemand wie mein Opa. Hast du was gesagt, Enkel? Nein, nichts. Genau. Es ist viel besser, nur ein bisschen zu sagen, als zu viel zu sagen. Was für eine Familie. Da sagst du was. So. Wir gehen weiter. Was machen wir jetzt? Wir gehen mal zur Robofabrik. Und arbeiten uns ein bisschen was an Geld zusammen. Schön. Anmeldung verfügbar. Das machen wir auch gleich wieder. $44 haben wir zusammen. Wir kriegen nochmal $44. Schön. Und der nächste wird dann hier irgendwo enden. Ah, komm schon. Okay, jetzt wieder da hinten. Ne? Das ist ja auch irgendwie mies. Egal. 1733. Ich hoffe, wir haben gleich 2000 zusammen. So, ab ins Fitnessstudio. $4 für die Fahrt. Hey, du. Bist du bereit, es krachen zu lassen? Mir kannst du nichts vormachen. Das letzte Mal hat es eine Weile gedauert, bis ich mich erholt habe. Ich habe noch nie ein wildes Tier gesehen, das sich selbst bemitleidet. Los geht's. Ja, eigentlich wollte ich jetzt an die Maschine, aber nun gut. Energie ist nicht ganz aufgeladen, aber dafür haben wir einiges mehr an Gesundheit. Mal gucken, ob das reicht. Okay, sie hat nur noch 100 weniger, jetzt noch weniger. Aber unsere Energie geht langsam flöten. Bei ihr auch, aber bei uns ist das langsam kritisch. Ah, mal gucken. Shit. Ah, es könnte Probleme geben. Wobei, jetzt geht die Energie wieder hoch.
Ah, sie kriegt es doch nicht hin, uns auf die Matte zu schicken. Schön, wir kippen nicht mal um. Freut mich. Jetzt kippt sie aber gleich um. Okay, doch nicht. Ich dachte, jetzt kann ich draufbauen. Neuer Versuch. Sie tritt uns ins Gesicht, dafür boxen wir ins Gesicht. Alter, ist das hier Tauschkampf oder was? So, ein Schlag noch oder... Jetzt vielleicht noch ein Schlag. Und sie ist so fertig. Sie hat keine Energie mehr, aber auch keine Gesundheit. Schön. Das haben wir auch wieder geschafft. Schließen. Hui, dieses... Das hast du dieses Mal viel besser gemacht. Ich versuche einfach nicht, die gleichen zwei Fehler zweimal zu machen. Zum Beispiel streichle die Katze nicht in die falsche Richtung. Jetzt weiß ich, dass du ein netter Kerl bist. Vielleicht hast du ja Lust, zu meinen Fitnesskursen zu kommen. Ehrlich gesagt könnte mein Leben im Moment gar nicht stressiger sein. Meine Mutter hat mich die letzten 20 Jahre lang eingesperrt und mein Vater ist auf mysteriöse Weise verschwunden, nachdem er die coolsten Turniere aller Zeiten gewonnen hat. Ich versuche gerade eine Menge herauszufinden. Alles klar, verstanden. Es sieht so aus, als ob Ruth wieder alleine unterrichten wird. Fitness ist hier nicht so beliebt. Nö. Diese faulen Säcke machen lieber Neurotrainings als gute altmodische Fitness. Vielleicht haben sie nur Angst davor, es gemeinsam zu tun. Also, was soll ich tun? Ich kann doch nicht jeden einzeln trainieren. Hm, und wenn du es doch könntest? Und wie? Ich habe mir mit meinem Freund Henry ein paar alte Filme angesehen. Und Agent Smith ist immer wieder gestorben, egal wie oft ich und Henry uns das angesehen haben. Soll das heißen, ich könnte meine Unterrichte auf Video aufnehmen? Genau. Hm, das könnte tatsächlich funktionieren. Danke für die Idee, Kumpel. Gern geschehen. Danke für den Sparringskampf, Kumpel. Na, bahnt sich da was an? So. Das sieht alles gut aus. Okay, dann würde ich mal sagen... Sollen wir uns Energie holen oder wenn wir sowieso schon hier sind... Wir fahren mal zu... Obwohl... Ne, wir fahren erstmal nach Hause. Wir fahren mal nach Hause und dann gehen wir gleich mal zu Obo und da arbeiten uns noch ein bisschen was. Kämpfen können wir auch gleich. Dann müssen wir auch sehen, dass wir noch ein paar Gutmenschpunkte sammeln. Erstmal was essen. Wir können sowieso nicht voll machen. Wir haben sowieso nur noch eins. Bedeutet, wir müssen gleich wirklich nochmal zu Apo gehen. Okay. Einmal hinlegen und schlafen. So, Energie ist gleich weiter voll, nämlich jetzt. Gut, einmal Essen können wir sogar noch leisten, also es wird nicht so viel Verlust geben. Und jetzt müssen wir wieder richtig Geld ausgeben, ne? Also wenn wir 7 von den Geschirren kriegen, dann heißt das, wir werden jetzt gleich wieder 175 Dollar ausgeben. Ja. Mal gucken, wir fahren mal hin und dann tun wir es. Einmal zu Apu rüber, kaufen. Aber ich finde es schön, dass die Story endlich mal weitergeht. 7 Corsets haben wir gekauft. Davon können wir eigentlich trotzdem nochmal welche holen. Auch wenn es voll ist, aber vielleicht brauchen wir es ja noch. Ansonsten können wir immer noch irgendwas damit anstellen. Okay. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen, bis wir bei Bobo sind. Polizeistation geht erst mit 2000. Okay. Einmal für 8 Dollar hinfahren. Das Geld können wir auch schnell wieder einarbeiten. Nämlich gleich beim ersten... Verdienst. Also wenn er wieder bis hierhin ist, dann haben wir uns das auch auf jeden Fall für jetzt schon. Die Kohle mit dem Bus haben wir auf jeden Fall drin. So, 138 haben wir. Genau, wir wollten ja... Ach, shit, jetzt haben wir das vergessen beim Fitnessstudio. Egal. Wir gehen nochmal zum... fahren nochmal zum Schrottplatz. Arbeiten noch ein bisschen und dann gehen wir gleich nochmal zum Fitnessstudio und gucken, was wir da hinten jetzt machen können mit dem neuen Neurotrainer. Von dem wir aber aufpassen müssen. Wegen Gesundheit und so. Aber mal schauen. Okay, 44 Dollar sollten eigentlich noch zweimal drin sein. Wir schauen mal. Ja, es wird ganz knapp. Vielleicht haben wir Glück. Mal gucken. 218, das 262. Schön, wir haben es geschafft. Okay. Dann gehen wir mal zum Fitnessstudio. Ich will nämlich jetzt wissen, was wir da Neues haben. Einmal hier rein. Einmal wieder zur Kollege Schnürschuh. Ich habe das fehlende Ersatzteil mitgebracht. Schauen wir uns das mal an. Hey, das ist genau das, was wir brauchen. Sieht so aus, als würde die Maschine jetzt funktionieren. Du kannst sie jetzt benutzen, sie ist fast sicher. Passt. Ich muss nur noch etwas drin ändern. Vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr aus diesem Baby herausquetschen. Oh, da ist der eine... Okay. Okay, jetzt wird es aber gefährlich anscheinend. 396, wow, aber was ist das hier? Hilf deiner Mutter mit den Tüten. Sie wird es zu schätzen wissen. Was? Wocheneinkauf?
Genauigkeitstraining und Dosen öffnen. Also alles hat etwas. Hier ist die Energie zum Beispiel. Hier ist die Genauigkeit und hier ist Kraft. Ich würde sagen, mehr Energie, ne?